unser Familienwissen. Herzlich willkommen, hier ist Jane von unser Familienwissen und wir backen heute Ochsenaugen. Für unsere Ochsenaugen benötigen wir einen Spitzbubenteig, den verlinke ich euch oben in der Infobox, einmal Marzipan, Eiklar und etwas Vanillezucker. Das gewürfelte Marzipan kommt dann zusammen mit dem Eiklar und dem Vanillezucker zusammen in unsere Rührschüssel. Diese Zutaten verrühren wir jetzt so lange, bis sie eine cremige Masse ergeben. Unsere Masse ist cremig gerührt und jetzt kommen wir zum Ausstechen. Den Spitzbubenteig habe ich schon vorbereitet. Wie gesagt, den findet ihr oben in der Infobox. Die Masse habe ich jetzt in einen Spritzbeutel umgefüllt, den ich mit einer Sterntülle versehen habe. Und die Plätzchen habe ich natürlich auf ein Backblech mit Backpapier ausgelegt. Wenn das erledigt ist, könnt ihr anfangen, die Marzipanmasse auf die Spitzbubenkekse zu spritzen. Die Ochsenaugen kommen nun bei 160 Grad Umluft ca. 15 Minuten in den Backofen. Ich habe mir etwas Heidelbeermarmelade mit Wasser aufgekocht und befülle jetzt meine Ochsenaugen. Ihr könnt natürlich die Konfitüre nehmen, die ihr am liebsten mögt. Unsere Ochsenaugen sind nun fertig. Und wenn ihr sie nachbacken möchtet, findet ihr die genauen Mengenangaben auf unserer Rezeptseite. Und die ist wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. Wir wünschen euch ganz viel Spaß, gesunde Weihnachten, lasst es euch schmecken!